kommen noch die Pufferzeiten. Wir unterscheiden hier zwei. Man kann noch mehr berechnen, aber das würde uns hier zu weit führen. Wir unterscheiden die gesamte Pufferzeit und die freie Pufferzeit. Gesamte Pufferzeit bezieht sich auf das gesamte Projekt. Das heißt, wenn ein Vorgang seine gesamte Pufferzeit ausnutzt, ist der Projektleiter nicht sauer. Denn der muss das Projekt innerhalb des Zeitbudgets nach Hause schaukeln. Der ist nicht sauer. Sauer ist der Nachfolger. Denn der wird aus seiner frühesten Anfangszeit gedrängt. Wenn ein Vorgang seine gesamte Pufferzeit ausnutzt, wird der Nachfolger aus der frühesten Anfangszeit gedrängt, aber der Projektleiter ist nicht sauer, weil trotzdem die Zeit, die im letzten Kästchen hinten rechts steht, die Gesamtdauer des Projektes, unangetastet bleibt. Die gesamte Pufferzeit ist die Pufferzeit, die ein Vorgang hat, ohne dass das gesamte Projekt länger dauert als geplant. Formelmäßig berechnet, indem wir wieder spaltenweise schauen, entweder subtrahieren, in der ersten Spalte haben wir stehen Satz oben und darunter Satz, Setz, Fatz, Fetz, also Fatz minus Satz oder Fetz minus Setz. Untere Zahl minus obere Zahl spaltenweise. Oder in der Spalte daneben untere Zahl minus obere Zahl spaltenweise. Das ist die Formel. Ja? Egal, was Sie berechnen, es kommt zum gleichen Ergebnis. Das ist die gesamte Pufferzeit.